Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Einen schönen Freitagabend wünsche ich Ihnen. Und die Sportnachricht des Tages, die gibt's von Norbert König. Ja, Deutschland ist tatsächlich im Finale und kann am Sonntag zum ersten Mal Basketball-Weltmeister werden. Guten Abend. Und wir schauen auf ein Thema, was so ziemlich alle angeht, egal ob Sie zur Miete oder im Eigenheim wohnen. Bundestag verabschiedet Heizungsgesetz. Ab 2024 sollen klimafreundlichere Heizungen in Neubauten eingebaut werden. Freie Wähler im Aufwind. Einen Monat vor der bayerischen Landtagswahl kann die Partei trotz Flugblattaffäre zulegen. Die CSU dagegen büßt im ZDF-Politbarometer Stimmen ein. Und Sensation in Manila. Die deutschen Basketballer schlagen Top-Favorit USA und könnten am Sonntag Weltmeister werden. Monatelang wurde um das sogenannte Heizungsgesetz politisch gerungen. Jetzt ist es durch den Bundestag mit der Mehrheit der Ampelkoalition. Der Bundesrat befasst sich dann wahrscheinlich Ende dieses Monats damit. Schauen wir uns das Gesetz genauer an. Es sieht vor, dass ab nächstem Jahr neue Heizungen mit mindestens 65% erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Erstmal nur in Neubauten. Für Bestandsbauten gelten Ausnahmen. Und mehrjährige Übergangsfristen, selbst wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt, beispielsweise zur Versorgung mit Fernwärme. Der Staat fördert den Austausch unter bestimmten Voraussetzungen mit bis zu 70% der Kosten. Karl Hinterleitner berichtet. Umstritten, verändert und immer wieder verschoben. Heute war es soweit. Doch vor der Verabschiedung gab es noch einmal heftigen Streit. Gegen die überwältigende Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung und in der Fachwelt peitschen Sie ohne Rücksicht auf Verluste hier heute Ihr Gesetz durch. Sie ignorieren die Ansage des Bundesverfassungsgerichts. Sie befördern Wut, Frust, Verdruss im Land. Ihr Heizungsgesetz ist ein Vertrauensverlustgesetz. Die Ampel kontert, die Opposition sei nur dagegen und habe keine Alternative zu bieten. Vielleicht kann man sich ja auch noch mal daran erinnern, wer Klimaschutzgesetz und Klimaschutzziele hier gemeinsam beschlossen hat. Und jetzt zu blockieren und zu sagen, wir nehmen das sogar noch mal zurück, das ist Misstrauen, das ist kein Vertrauen in Zukunft. Und das ist das, was Sie hier heute gemacht haben. Die Liberalen loben das Gesetz, das lange Ringen um Details habe sich gelohnt. Wir wollen Klimaschutz erreichen, wir wollen es marktwirtschaftlich machen, wir wollen es technologieoffen machen. Kurzum, die Heizung muss zum Haus passen und nicht umgekehrt. Und so sollte sich der Deutsche Bundestag entscheiden. Ich danke Ihnen. Die Opposition von links und rechts ist dagegen. Das Gesetz sei nicht bezahlbar und unsozial. Ihr Gesetz ist ein Handbuch zur Vernichtung unseres Wohlstands. Sie lassen die Mieterinnen und Mieter im Stich. Sie bauen nicht nur keine Wohnung, sondern sie verteuern am Ende auch noch die Mieten. Das ist doch die Wahrheit. Der Bundeswirtschaftsminister dagegen zufrieden. Alle Interessen seien angemessen berücksichtigt. Dieses Gesetz schafft Rechtssicherheit. Es schützt die Verbraucherinnen und die Verbraucher vor den hohen Energiepreisen. Es sorgt dafür, dass die Kommunen und die Verbände mitgenommen werden. Es sorgt für eine soziale Ausbalancierung des Gesetzes. Es ist ein gutes Gesetz. Zum Januar soll es in Kraft treten, muss aber zuvor noch in den Bundesrat. Der Streit um das Heizungsgesetz noch nicht vorbei. Ganz durch ist das Heizungsgesetz also noch nicht. Theo Koll in Berlin, was bedeutet das konkret? Also konkret gilt die Zustimmung im Bundesrat als eher unproblematisch. Aber auch wenn vielen Bürgern, und da schließe ich uns journalistische Beobachter ja durchaus mit ein, nach dieser langen, teils chaotischen und vieles verheizenden Entstehungsgeschichte sehr danach sein sollte, das Gesetz ist noch nicht ganz durch. Es bleibt ein rechtliches Risiko, denn noch muss das Gesetz überhaupt ordnungsgemäß zustande kommen. Unter anderem gab es ja keine Beratungen in den Ausschüssen mehr, obwohl die Opposition genau das ausdrücklich gefordert hat. Sollte das Bundesverfassungsgericht zum Schluss kommen, dass dem Parlament nicht genügend Zeit zur Beratung gegeben wurde, so jedenfalls lautet ja die Beschwerde der Union, dann könnte das Gesetz gekippt werden. Gerechnet wird mit dem Richterspruch im kommenden Jahr. Erst dann kann man einen Strich darunter machen oder es eben auch durchstreichen. Also dieser Teil der Verbraucherverunsicherung, der bleibt erstmal noch. Danke für diese Einordnung, Theo Koll. Wie wird in Deutschland künftig geheizt? Was ist zu beachten? Welche Zuschüsse gibt es? Weitere Informationen und Details zum Heizungsgesetz finden Sie in unserer ZDF heute App.
Sowohl in Hessen als auch in Bayern wird in einem Monat ein neuer Landtag gewählt. Wir schauen jetzt genauer in die beiden Bundesländer mit unserem aktuellen ZDF-Politbarometer extra. Und dazu ist Matthias Vornhoff im Studio. Guten Abend, Matthias. Guten Abend. Blicken wir mal als erstes nach Bayern. Was sagen denn die Befragten zum Umgang mit der Flugblattaffäre? Naja, der Skandal um das antisemitische Flugblatt hat Wellen geschlagen. Aber ist das ein Entlassungsgrund? Dass Ministerpräsident Söder Aiwanger im Amt belässt, finden 63% richtig, 29% falsch. Vor allem die Anhänger der Grünen, aber auch die der SPD finden die Entscheidung mehrheitlich nicht richtig. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CSU auf 36%, Grüne 16, Freie Wähler 16, AfD 12, SPD 9 und FDP 4%. Die CSU hätte demnach eine Mehrheit mit den Freien Wählern, aber auch mit den Grünen und ganz knapp auch mit der SPD. Ja, und die neuen Zahlen des Politbarometers werden im Wahlkampf in Bayern aufmerksam verfolgt. Die Reaktion der Parteien hat Petra Neubauer. Hubert Aiwanger und die Affäre um antisemitische Flugblätter haben in diesen Wochen ordentlich Staub aufgewirbelt. Dennoch ist der Chef der Freien Wähler derzeit im Aufwind. Die Menschen sehen, dass wir gute Bürgerpolitik machen, dass wir das Ohr noch am Bürger haben, dass wir noch wissen, was draußen los ist an den Stammtischen. Nicht mit Ideologie von oben die Leute zwangsbeglücken wollen, sondern sagen, wir wissen, was los ist. Ministerpräsident Söder nennt die Umfragen nur eine Momentaufnahme und übergeht damit, dass seine CSU so schlecht dasteht wie lange nicht. In ernsten Zeiten, meint Söder, dürfe man keine Experimente machen. Es kommt jetzt also im Endeffekt auf die Frage an, der Stabilität einer Regierung und der stabile, starke Teil, das merkt man ja auch an allen Dingen, das ist natürlich die CSU und das ist vor allem auch der Ministerpräsident. Die Grünen haben als scharfe Kritiker in der Causa Aiwanger zwar profitiert, jetzt aber wollen sie zurück zum Wesentlichen. Wir werden jetzt also weiter leidenschaftlich für konsequenten Klimaschutz, für einen schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien und für die gleichen Startchancen für alle Kinder kämpfen. Die AfD ist im Aufwärtstrend, zeigt Sympathien für Aiwanger, will sich letztlich dennoch deutlich abgrenzen. Wer die Freien Wähler wählt, der wählt ein weiter so der Regierung Söder. Und das wollen die Menschen hier in Bayern nicht. Und deswegen werden sie am Ende dann das Kreuzchen bei der Alternative für Deutschland machen. Im Umfragetief ist weiterhin die bayerische SPD. Sie aber sieht sich als das Bollwerk gegen rechts. Rechtspopulismus hilft Bayern, hilft den Menschen überhaupt nicht weiter. Wir als SPD stehen für vernünftige Politik. Wir wollen ein bezahlbares Bayern, wir wollen soziale Politik für die Menschen machen. Für die FDP wird es wohl auch diesmal wieder eine Zitterpartie. Umso mehr setzt der Spitzenkandidat auf Sachthemen. Eine starke Wirtschaft, eine gute Bildung für unsere Kinder, ein schlanker, effizienter Staat. Ich glaube, das sind die Themen, die auch den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind. Wichtiger als die Skandale und Affären, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Noch bleiben 4 Wochen bis zur Wahl. Noch sind aber auch 43% der Befragten unsicher, wie sie sich am Ende entscheiden werden. Und am 8. Oktober wird auch in Hessen gewählt. Matthias, welcher Spitzenkandidat oder Kandidatin kommt denn im Politbarometer am besten an? Ja, und wen wünschen sich die Hessen als Regierungschef? Den amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein, 42%. Seinen Vize Tarek Al-Wazir, 31%. Noch klarer der Vorsprung auf die SPD-Kandidatin. 50% wünschen sich Rhein, nur 26% Nancy Faeser. Wenn am Sonntag in Hessen gewählt würde, käme die CDU auf 30%, Grüne 19, SPD 19, AfD 16, FDP 6 und Linke 3%. Demnach könnte die CDU weiter mit den Grünen regieren oder aber auch mit der SPD. Vielen Dank, Matthias Vornhoff. Und alle Zahlen des ZDF-Politbarometers extra können Sie bei ZDF heute online nachlesen. Sie sollen geheime Informationen an den russischen Geheimdienst FSB verraten haben. So lautet der Vorwurf gegen einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und einen mutmaßlichen Komplizen. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt gegen die beiden Deutschen Anklage erhoben. Es geht um besonders schweren Landesverrat. Jetzt muss noch das Berliner Kammergericht über die Zulassung der Anklage und einen möglichen Prozess entscheiden. In die Ukraine. Das Land ist in der Nacht wieder Ziel mehrerer russischer Angriffe geworden. 4 Menschen wurden getötet, Dutzende weitere verletzt. Auf einer Konferenz sagte Präsident Selenskyj, die ukrainische Gegenoffensive käme schneller voran, würde das Land wirkungsvollere Waffen erhalten.
In der Region Saporischschja war unser Reporter Henna Hebestreit mit der ukrainischen Armee unterwegs. In der Nähe der Stadt Irichew, unweit der Front. Abgeschirmt durch einen Vorhang, der vor allem gegen die allgegenwärtigen Fliegen schützen soll, starrt Reka, so sein Kampfname, auf Monitore. Sie zeigen in Echtzeit, was auf russischer Seite der Front vor sich geht. Seit Wochen wertet er stundenlang solche Drohnenbilder aus. Wir haben den Krieg wirklich satt. Aber wenn wir einfach die Hände in den Schoß legen, wird es ja nicht besser. Ich kann nur sagen, dass es mir so geht, dass ich meinen Rhythmus gefunden habe. Man hört einfach auf, die Erschöpfung zu spüren. Man arbeitet weiter wie eine Maschine. Die Soldaten hier draußen erzählen, wie schwer es nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive war, den Durchbruch durch die russischen Linien zu schaffen. Das Problem ist das schwere Artilleriefeuer. Sobald du anfängst voranzukommen, fliegt sofort alles auf dich zu. Man muss warten, bis sich der Beschuss etwas beruhigt hat. Aber der Feind nutzt dann die Zeit, sich neu aufzustellen. Das macht alles so schwierig. Sie können überhaupt nicht sagen, wann die Gegenoffensive ihr Ziel erreicht haben könnte. Zu viele Faktoren spielen eine Rolle. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, welche das sind. Aber einer ist zum Beispiel das Wetter. Wenn es morgen anfängt zu regnen, kann es leicht passieren, dass die Offensive eine Woche auf Eis gelegt wird. Sie werden sicher noch eine ganze Weile hier sitzen und auf die Drohnenbilder starren, um zu sehen, was ihr russischer Gegner an der Front gerade macht. Und der Krieg in der Ukraine wird auch eines der wichtigsten Themen beim G20-Gipfel in Indien sein, der morgen beginnt. 19 große Industrie- und Schwellenländer und die EU sind in den G20 vertreten. Aber ihre Zusammenarbeit ist wegen vieler Differenzen schwierig geworden. Die Präsidenten Russlands und Chinas lassen sich auf dem Gipfel vertreten. Und Gastgeber Indien gibt sich sehr selbstbewusst. Premierminister Modi verfolgt vor allem eigene Ziele. Norman Odenthal. Fortschritt, Gutes, so hofften die Menschen in Janta Delhi, werde der G20-Gipfel ihnen bringen. Dann kamen die Bagger und machten ihren Slum platt. 500 Meter von hier treffen sich die Mächtigen der Welt. So nah sollten sie der Armut nicht kommen. Wir leben hier seit 25, 30 Jahren und jetzt reißen sie einfach unsere Hütten ab. Wo sollen wir denn hin? Ich verfluche die Behörden. Sie haben keinen Platz für uns. Uns bleibt nur die Straße. Herausgeputzt, schön gemacht, verkleidet. Auch wer Delhi gut kennt, hat die Stadt so noch nicht gesehen. Sie ist eine Bühne, vor allem für den Gastgeber. Nennen Sie mir einen Politiker auf der Welt, der Außenpolitik nicht auch für eigene Zwecke und Ziele nutzt. Premierminister Modi ist genauso. Er will, dass alle seine Errungenschaften bewundern. Modis Indien strotzt vor Kraft und Selbstbewusstsein. Doch alles hat Kehrseiten. Das bevölkerungsreichste Land der Erde zu sein, bedeutet, Massen müssen ernährt werden, brauchen Jobs, Energie, Bildung. Die Kluft zwischen oben und unten ist enorm und zwischen den Religionen auch. Modis Kurs ist hindu-nationalistisch, lässt wenig Raum für Minderheiten. Indien ist ein umworbener Partner, aber kein leichter. Denn was innenpolitisch gilt, zeichnet sich auch außenpolitisch ab. Auf die Befindlichkeiten anderer nimmt die Regierung wenig Rücksicht. Wer Modi auf seiner Seite will, der muss ihm was bieten. Für ihn zählt Indien sonst wenig. Es ist alles bereitet in Delhi, die Bühne für die Welt und ihre unterschiedlichen Interessen. Der Gastgeber ist ein Makler mit eigenen. Der Starkregen in Griechenland ist vorbei und allmählich wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. 11 Menschen kamen ums Leben. Mehrere Orte sind noch immer von der Außenwelt abgeschnitten. Seit Dienstag konnten laut Feuerwehr fast 2000 Menschen gerettet werden. Besonders betroffen von den Überschwemmungen ist die Mitte Griechenlands, die Region Thessalien. Details haben Alexandra Vakano und Annette Hilsenbeck. Sie retten, wo und wie sie nur können. Und die, die sie hier in Larissa retten, sind am Ende ihrer Kräfte. Das Wasser will nicht weichen. Hier erreicht der Pegelstand gerade 9,50 Meter. Normal sind 4 Meter. Alles ist überflutet. Es gibt immer noch so viele Menschen, die Hilfe brauchen. In Palamas steht das Wasser immer noch bis zu 2 Meter hoch. Stundenlang saßen die Menschen hier fest. Jetzt ist die griechische Armee da mit zig Rettungsbooten. Wir leiden und werden noch sehr lange leiden. Die Schäden an unseren Häusern lassen sich nicht mehr reparieren. Die Arbeit eines ganzen Lebens ist innerhalb kürzester Zeit völlig zerstört.
Am Mittag sieht Ministerpräsident Mitsotakis, was die Wassermassen in seinem Land angerichtet haben. Die Orte Karadiza und Trikala komplett überschwemmt. Man werde alles Menschenmögliche tun, sagt er. Dies ist nicht nur die größte Flutkatastrophe, die Griechenland je erlebt hat. Es ist auch eine der größten, die es je in Europa gab. Und ich erwarte europäische Hilfe und dass Europa es schafft, mehr Mittel zu mobilisieren. Welche Kraft das Wasser hatte, zeigt sich hier, wo mal eine Brücke stand. Jetzt bringt die Feuerwehr Menschen per Seilzug in Sicherheit. Die Region, sie gilt als Kornkammer Griechenlands. Die Felder sind mittlerweile zerstört und die Ernte wohl auch. Auch heute warnt der Katastrophenschutz vor Überschwemmungen, weil die Flusspegel steigen. Der Regen hat zwar aufgehört, aber jetzt sammelt sich das Wasser in den größeren Flüssen und die treten über die Ufer und sorgen für neue Überschwemmungen. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Und hier in Volos kämpfen sie jetzt gegen den Schlamm. Immerhin, der Strom funktioniert wieder. Doch langsam gehen Trinkwasser und Lebensmittel aus. Ein mutmaßlicher Brandanschlag hat den Zugverkehr zwischen Hamburg und Berlin beeinträchtigt. Dutzende Züge auf der wichtigen Verbindung und auch im Regionalverkehr fielen aus. Laut Polizei setzten die Täter vergangene Nacht an 3 Stellen in Hamburg Kabelschächte in Brand. Die Ermittelnden gehen von einem politischen Hintergrund aus. Eine linke Gruppe hat sich zu der Tat bekannt. Verkehrsminister Wissing bezeichnete den Vorfall als eine Form von Terrorismus. Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Eine, die seit Jahren in diesem Bereich forscht, ist die deutsche Informatikerin Cordelia Schmid. Sie ist jetzt mit dem Körberpreis für europäische Wissenschaft ausgezeichnet worden. In Hamburg bekam sie die mit 1 Million Euro dotierte Auszeichnung. Schmid arbeitet daran, dass Computer Gegenstände nicht nur sehen können, sondern diese auch erkennen und dann sinnvoll reagieren. Zusammenhalt, Gemeinsinn, auch als Kontrapunkt zu demokratiefeindlichen Entwicklungen in Deutschland. Das ist das, was der Bundespräsident beim Bürgerfest im Schloss Bellevue in den Mittelpunkt stellt. Und so sind heute 3000 Ehrenamtliche geladen. Sie alle seien Vorbilder, Mutmacher und das Rückgrat der deutschen Demokratie, so Steinmeier. Nils Schneider hat einen von ihnen getroffen. Stefan Quart ist mit seiner Frau aus Treben in Thüringen angereist. Als er die Einladung ins Schloss Bellevue bekommen hat, hielt er es erst für Werbung. Aber hinten war dann der eingeprägte Emblem drauf und da haben wir es aufgemacht und ich war erschrocken. Seit Jahren kümmert er sich ehrenamtlich um Flüchtlinge, hilft bei Wohnungs-, Jobsuche und der Bürokratie. Auch Josef Kusak aus Syrien unterstützt er. Ich stolpere immer etwas über das Wort Ehrenamt. Ich empfinde das nicht als Ehrenamt, sondern als Menschlichkeit. Da ich nicht allen helfen kann, habe ich mir gedacht, ich helfe Einzelnen. Und dann weiß ich, was ich gemacht habe und kriege auch die direkte Antwort. Josef Kusak arbeitet mittlerweile als Schweißer. Stefan Quart, den Hausarzt im Ruhestand, freut das sehr. Der Bundespräsident hat ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland zum Sommerfest eingeladen. Er nennt sie Vorbilder für alle. Ich wünsche mir, dass wir all diese Menschen, die sich reinhängen für andere, dass wir all die noch viel mehr ins Licht rücken, dass wir in dieser Zeit noch stärker zeigen und noch lauter sagen, unser Land bleibt ein Land der Mitmenschlichkeit und des Gemeinsinns. Letztes Jahr musste das Fest wegen Unwetterwarnung abgebrochen werden. Das ist heute nicht zu befürchten. Zum ersten Mal gelingt den deutschen Basketballern bei einem wichtigen Turnier ein Sieg gegen die USA. Und das bedeutet Finale. Ja, und dieses Finale können wir uns am Sonntag ab 14.15 Uhr hier im ZDF anschauen. 100-13 gegen 111 gegen das Mutterland des Basketballs. Deutschlands beste Profis schweben in Manila auf Wolke 7. Nun soll gegen Serbien im WM-Finale auch die absolute Krönung gelingen. Nach einem unglaublichen Krimi brechen alle Dämme. Außenseiter Deutschland hat es tatsächlich geschafft. Der große Favorit USA geschlagen. Es ist ein verdienter Sieg, der noch einmal in Gefahr gerät, als die US-Amerikaner durch Anthony Edwards auf 3 Punkte herankommen. Deutschland hatte bereits 12 Punkte Vorsprung gehabt. Der überragende Andreas Obst aber behält in der großen Hektik die Ruhe. 3 Punkte zum 111-107. Und Kapitän Dennis Schröder übernimmt Verantwortung. Sein Korberfolg notwendig, denn am Ende bleiben 2 Punkte Vorsprung. Ich könnte jeden Jungen hier rausnehmen, weil
einfach von vorne bis hin einfach nur geil, die Truppe. Ja, und haben einfach weitergespielt und ich glaube am Ende auch verdient gewonnen. Zum ersten Mal zieht Deutschland in ein WM-Finale ein. Gegner am Sonntag, das Team aus Serbien. Und Deutschland gegen Japan heißt es in Wolfsburg. Beim Start der Fußballnationalmannschaft in die EM-Saison wird morgen Ilkay Gündoğan als verlängerter Arm von Bundestrainer Flick die Mannschaft aufs Feld führen. Gegen WM-Schreck Japan ein neues Spielsystem und ein neuer Kapitän. Ilkay Gündoğan wird überraschend befördert, soll noch mehr Verantwortung übernehmen. Nach der zuletzt scharfen Kritik steht Hansi Flick vor seiner bislang schwierigsten Etappe als Bundestrainer. Wir wissen alle, dass das Spiel morgen oder auch gegen Frankreich für uns sehr wichtig ist. Und deswegen wollen wir uns da gut vorbereiten und wollen natürlich alles dann in die Spiele reinlegen. Flick hat heute bestätigt, dass Rückkehrer Niklas Süle in der Startelf steht. Im sogenannten Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fußballverbandspräsidenten Luis Rubiales hat die Staatsanwaltschaft die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen sexueller Belästigung und Nötigung beantragt. Ein Untersuchungsrichter wird jetzt über die Zulassung des Strafantrags entscheiden. Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat ihren Europameistertitel im Grand Prix Special erfolgreich verteidigt. Die Olympiasiegerin feierte im Sattel von Dallera einen überlegenen Sieg und gilt am Sonntag in Riesenbeck zum Abschluss auch als klare Favoritin in der Kür. Und morgen Abend erwartet uns ein royales Sportstudio. Zu Gast ist Prinz Harry, der Duke of Sussex. Danke, Norbert. Bitte. Auch die nächsten Tage werden spätsommerlich. Wann sich daran etwas ändert, das erfahren Sie gleich von Katja Hornefer. Um 22 Uhr gibt es das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Tschüss. Guten Abend. Der Spätsommer hält noch ein Weilchen durch, denn das Hoch Patricia wird sich erst ganz allmählich Anfang der kommenden Woche nach Osten verabschieden. Und so werden die Tiefs auf Distanz gehalten. Dieses Tief, das die Unwetter über Griechenland gebracht hat, erreicht inzwischen die Küste Nordafrikas. Heute Nacht ist es bei uns klar, selten bildet sich etwas Nebel und die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 17 Grad am Niederrhein und 10 Grad in Bayern. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 26 Grad im Allgäu und 33 Grad am Oberrhein. Und es gibt morgen wieder sehr viel Sonnenschein. Vielleicht ziehen über den Nordwesten ein paar hohe Wolkenfelder hinweg. Und aus den Alpen heraus sind dann nachmittags einige Quellwolken nicht völlig ausgeschlossen. Aber viele von ihnen werden morgen wieder so 11 bis 13 Sonnenstunden erleben können. Das allerdings wird sich bis zur Wochenmitte ändern. Dann wird es nämlich deutlich schattiger. Dann erwarten uns nur noch so 1 bis 5 Sonnenstunden für einen ganzen Tag. Und spätestens in der Nacht auf Dienstag beginnt es dann kräftig zu schütten und es gibt heftige Gewitter. Bis dahin aber ist es noch sehr sonnig und warm in Deutschland. Guten Abend.